Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein, etwas anderes Video mal für dich. Und zwar geht es um Amazon Hacks. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und wenn du gerade neu hier bist, dann denk doch sehr, sehr gerne dran, mich hier unten einmal gerne da unten kostenlos zu abonnieren. Würde ich mich persönlich mega drüber freuen und dann würdest du auch kein Video mehr von mir verpassen. Ich mache ganz viel im Bereich Beauty, aber auch Hacks, Tipps, Tricks, Hund, Unboxings, Food-Videos, alles Mögliche, was sich so in meiner Welt abspielt. Nachdem ich das letzte Mal mein Amazon-Haul-Video hochgeladen habe, haben mir sehr, sehr viele auch geschrieben, Mensch, Claudi, so viel Geld hast du ausgegeben, Wahnsinn. Naja, also nicht ganz, sagen wir es mal so. Ich habe ein paar Hacks verwendet und so nicht so viel ausgegeben, wie es so schien, würde ich mal so sagen. Und damit du in der Zukunft auch ein bisschen sparen kannst, ja, nenne ich dir einfach mal so ein paar Hacks. Als erstes würde ich euch bitten, euch ans Herz legen, wie auch immer, nicht über die klassische Amazon.de-Seite zu bestellen, sondern über smile.amazon.de. Das ist Amazon, aber dadurch, dass ihr an diesem Smile-Programm teilnehmt, spendet ihr 0,5% an eine bestimmte Organisation, die ihr selber aussuchen könnt. Diese 0,5% bezahlst nicht du, sondern Amazon. Also von daher, das geht quasi von deren Gewinn oder wie auch immer Provision ab und du merkst da nichts von. Du kannst halt nur im Vorfeld auswählen, für welche Organisation du spenden möchtest. Ich habe damals das DRK ausgewählt und so sparst du, spendest du, nein, du sparst nicht, du spendest in dem Fall, genau. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ist jetzt nicht so unheimlich viel, aber wenn das theoretisch alle machen würden, ja, wie viel könnte man da Gutes tun, ne? Also von daher lohnt es sich auf jeden Fall für die gemeinnützige Organisation. Mensch, ah! Ja, und man tut auf jeden Fall was Gutes. Als nächstes würde ich dir die Amazon Prime-Mitgliedschaft empfehlen. Also, ne, ist kein Muss, aber du hast dadurch halt enorm viele Vorteile. Es wird ja immer wieder eingeblendet, dass du das einen Monat gratis testen kannst. Studenten haben sogar bestimmte Rabatte. Da musst du irgendwie deine E-Mail-Adresse, Studentenwohnheim, nein, nicht Studentenwohnheim, von der Uni oder so angeben, ne. Kenne ich mich so, nicht so mit aus, weil ich selber noch nie Student war und kein Student bin. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Der erste Monat ist gratis und danach kostet das irgendwie 7,99 € im Monat oder wie auch immer. Ne? Das ist halt das, was mir so angezeigt wurde, was ich bezahle. Und du hast dadurch echt immens viele Vorteile. Also ich habe Amazon Prime nur deswegen gewählt, weil ich unheimlich viel da kaufe. Und nicht Bock hatte, irgendwie jedes Mal Versandkosten zu bezahlen. Und ja, wenn du halt diese ganzen Prime-Artikel nimmst, dann sparst du dir halt die Versandkosten, weil Prime-Mitglieder zahlen keine Versandkosten. Und das ist halt, das summiert sich. Das habe ich persönlich relativ schnell raus. Und das ist für mich das Allerwichtigste vom Ganzen. Dann gibt es ja auch noch Prime Music. Da hast du, ich glaube, 2 Millionen Songs, auf die du zugreifen kannst. Dann hast du dieses Prime Video für Videos und für Serien, was du mitnutzen kannst. Prime Reading, das ist wie so eine Online-Bibliothek, sage ich mal, was man sich, ich habe sowas nicht, aber das könnte man dann auf einen E-Book-Reader sich runterladen und könnte dann halt, ja, sich die Filme ausleihen. Das ist auch mega, ne? Also wenn man einen E-Book-Reader hat oder so, dann bietet sich das auch mega an. Dann gibt es die Prime Deals, die sind immer donnerstags von 7 Uhr morgens bis Mitternacht. Die sind nur für Prime-Mitglieder, dass du da ganz bestimmte Aktionen hast. Und dann gibt es noch Amazon Drive, das ist so eine Cloud, da kannst du dann alles Mögliche abspeichern und so. Auch das ist dann kostenlos für Prime-Mitglieder. Also ich finde, dass es sich lohnt, ist aber kein Muss. Ne? Du hast dadurch halt ein paar Vorteile, ja. Und ja, irgendwie funktioniert das auch schneller. Also ich kriege meine Pakete, seitdem ich Amazon Prime habe, deutlich schneller. Und von daher, ich finde, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, aber es muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe das auch jahrelang nicht gemacht. Also das muss man selber für sich entscheiden, ob sich lohnt oder eben nicht. Weil man sollte schon dann die ganzen Vorteile auch nutzen. Ansonsten sind es halt 7,99 € im Monat für nix. Als nächstes, möchte ich euch die empfehlen? Ich weiß es nicht. Es ist halt schwierig, sowas zu empfehlen. Ich würde eher sagen, ich schlage euch das einfach mal vor. Und zwar ist das diese Amazon Visa-Karte. Immer wenn du irgendwie was bei Amazon bestellst, dann wird dir das wahrscheinlich auch oben angezeigt. Ne? Hier, wenn du das bestellen würdest, würdest du noch so und so viel bezahlen. Oder wenn du das und das bestellst, dann hast du noch so und so viel Guthaben. Ich habe das jetzt gemacht und habe auch die Amazon Visa-Karte. Und finde sie auch gut, denn du hast folgende Vorteile. Erstmal hast du überhaupt eine Visa-Karte. Also
Wie oft habe ich das mal gehabt, dass ich irgendwo in Urlaub fahren wollte und dann stand da bei dem Hotel nur Kartenzahlung möglich, aber Visa-Kartenzahlung. Wenn du keine Visa-Karte hast, ist das blöd, ne? Oder du hast halt auch, dass du 50 Euro Startgutschrift hast. Du kannst damit wie eine ganz normale Visa-Karte ja bezahlen, ne? Und was ich auch mega interessant finde und auch schon genutzt habe, ist der Cashback-Vorteil, den man damit hat. Wenn du Amazon Prime-Mitglied bist, bekommst du bis zu 3% Cashback und wenn du kein Amazon Prime-Mitglied bist, bekommst du bis zu 2% Cashback. Das ist halt der Unterschied dann auch zwischen Prime-Mitglied und Nicht-Prime-Mitglied. Und im wahren Leben, also wenn du ganz normal mit dieser Karte bezahlst, dann bekommst du bis zu 0,5% Cashback. Ist auch nicht viel, aber es ist immerhin etwas. Aber ich habe das halt gelesen und auch schon bemerkt und finde das richtig geil. Also wenn ich dann bei Amazon bestelle, kann ich auch unten auswählen, dass ich da mit meinem Partnerrabatt bezahlen möchte. Und ja, das ist cool. Da hast du Cashback für nichts, ne? Und Prime-Mitglieder bezahlen da halt nichts für. Das ist für immer. Wenn du kein Prime-Mitglied bist, zahlst du 19,99 Euro im Jahr dafür. Also ne, muss man halt auch gucken, ob sich das lohnt. Aber wenn man Amazon Prime hat, finde ich, ist es doch easy peasy, dass man sich diese Karte auch mitbestellt. Kostet ja nichts, ist für umme. Und ja, du kriegst ja auch noch im Prinzip was zurück. Also von daher ist es nur ein bisschen Aufwand, du musst ein Formular ausfüllen. Worauf du aber auf jeden Fall achten solltest, wenn du dieses Formular ausfüllst und dich dafür anmeldest, dass du bei der Rückzahlrate, also da gibt es extra so ein Feld, wo dann auch Rückzahlrate steht, da ist etwas voreingestellt. Da musst du draufklicken, um das aktiv zu ändern. Du kannst es aber auch ändern, wenn du die Karte schon hast, ne? Und das änderst du einfach von, ich glaube, 90% ist da, glaube ich, voreingestellt, aber das änderst du auf 100% ab. Weil ansonsten zahlst du natürlich Sollzinsen, weil das ist wie ein Kredit, der dir gewährt wird. Und da musst du natürlich Sollzinsen zahlen. Ist ja logisch, ne? Und von daher, ja, würde ich dir empfehlen, das einfach auf 100% abzuändern. Dann hast du halt direkt, dass du es direkt bezahlst. Aber halt, dass es über die Karte läuft. Dann hast du 3% Cashback. Läuft. Also so mache ich das und profitiere wirklich nur davon. Wenn du mal drauf geachtet hast, bei vielen YouTubern oder bei Instagrammern oder bei Facebook oder so, findest du in den Amazon-Links meistens so ein Sternchen und dann steht da Affiliate-Link. Mensch, schwieriges Wort. Diese Affiliate-Links kann jeder generieren, der eine eigene Website hat. Also entweder hast du einen YouTube-Channel oder du hast ein Instagram-Profil oder sonst irgendwas, weil das musst du halt dahinterlegen. Und da kannst du dich ganz normal beim Amazon Partnernet anmelden und auch selber Affiliate-Links erstellen. Mensch, du bekommst dafür eine kleine Provision dadurch, dass du überhaupt irgendwen auf die Amazon-Seite geleitet hast. Und das kostet den, der es kauft, nichts. Das kostet dich nichts. Das kostet nur Amazon was. Also das ist eine Provision, die Amazon zahlt. Und ja, Provisionen ab 25 Euro werden dann auch ausbezahlt. Das dauert ein bisschen immer. Also das zum einen, dass sich das aufbaut und zum anderen, dass Amazon das auszahlt. Ich glaube, 2 oder 3 Monate lassen die sich da Zeit. Das ist schon ziemlich heftig. Das merke ich auf jeden Fall bei mir, ne? Dauert immer schon eine ganze Weile. Aber ich finde, dass es sich lohnt. Also entweder kannst du sowas im Freundeskreis halt verschicken oder keine Ahnung. Da kannst du dich züchtigen und loslassen. Ich persönlich verwende es ja für meine Affiliate-Links unter meinen YouTube-Videos, wenn ich dann halt ganz normal die Produkte verlinke. Zum einen, weil es einfach ein Kurzlink ist, der dir von Amazon zur Verfügung gestellt wird. Deswegen habe ich mich eigentlich da angemeldet, um nicht meine ganze Infobox mit 5 Kilometer langen Links zuzubomben, sondern einfach so einen Kurzlink dazu haben. Und zum anderen kriegt man halt dann auch noch eine kleine Provision, da kann man sich auch nicht beschweren, ne? Aber da kannst du auch als ganz normale Privatperson dich da anmelden und an diesem Partnerprogramm teilnehmen. Dann gibt es auch noch ein paar externe Seiten, die ich dir empfehlen möchte. Und zwar ist es einmal die Seite www.camelcamelcamel.com. Also dreimal hintereinander Kamel. Ich habe sie ja gerade reingeschrieben. Egal. Auf jeden Fall kannst du da Preisvergleiche machen zu einem bestimmten Artikel, dass du da halt siehst, wie das halt aussieht. In welcher Relation steht Amazon zu den Drittanbietern, sage ich mal, also zu den Marketplace-Anbietern, die halt nicht Amazon selbst sind. Das sind ja nicht die Amazon-Warenhäuser, die das dann verschicken, sondern das kommt dann ja direkt von den anderen Vertriebsleuten, ne, von den anderen Firmen. Du kannst dir da auch einen Preisalarm einstellen. Es ist ja so oft, dass die Preise bei Amazon einfach schwanken oder dass auf einmal irgendeine Aktion ist und man verpasst die und da ärgert man sich drüber. Das heißt, wenn du da irgendeinen Artikel hast, den du super gerne mal haben willst, zum Beispiel als ich diese Kamera haben wollte, habe ich mich da bei camelcamelcamel.com angemeldet, habe diesen Artikel dort reingestellt und habe halt
festgelegt, okay, ich möchte bei einem gewissen Warenwert, bei, ich glaube, 550 Euro habe ich gesagt, möchte ich halt einen Alarm bekommen, dass diese Kamera für diesen Warenwert nun bei Amazon verfügbar ist oder bei einem Drittanbieter von Amazon, ne? Und dann bekommt man halt automatisch eine E-Mail von camelcamelcamel.com und dann wird halt gesagt, hey, Achtung, jetzt kannst du die zu dem gewünschten Preis kaufen. Ja, und dann bin ich ganz normal auf smile.amazon.de gegangen und habe mir meine Kamera bestellt. Und ja, da habe ich die für, ich glaube, 549 dann gekauft. Also kann ich euch das nur empfehlen. Man braucht halt ein bisschen Geduld und ja, muss halt so ein bisschen spekulieren. Aber du hast eigentlich immer, dass irgendwann mal ein Angebot für deinen Wunschartikel kommt. Gerade wenn das halt so hochpreisige Artikel sind, ne? Wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas für 10 Euro ist oder so, irgendein günstiger Artikel, keine Ahnung, irgendwelche, was habe ich denn gerade, irgendein Stift oder keine Ahnung, ne, irgendwas, was man sich da halt so immer so kauft. Naja, auf jeden Fall braucht man da jetzt nicht unbedingt einen Preisalarm für haben, aber für teure Sachen, für hochpreisige Sachen würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Dann gibt es auch noch zwei Seiten, die super sind, weil du da halt quasi als Produkttester agieren kannst oder halt bestimmte Artikel mit einem bestimmten Code deutlich günstiger bekommst. Das ist einmal ShopDoc, das habe ich dir unten in der Infobox mal verlinkt. Klick gerne auf den Link, denn ich kriege Punkte dafür, wenn du draufklickst und steige im Ranking und bekomme dadurch dann auch nettere Angebote. Das kannst du auch sehr gerne nutzen. Und zwar ist das eine Seite, wo du dich als ganz normaler Mensch. Ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch, ne? Ich muss es ja immer dazu sagen. Ich mache zwar YouTube-Videos, aber ich gehe auch ganz normal 40 Stunden die Woche arbeiten. Auf jeden Fall kann man sich da einfach einloggen und oder anmelden halt vielmehr. Man registriert sich, man trägt da seine Daten ein. Und dann kannst du durch die Angebote stöbern, kannst dich auf entsprechende Aktionen bewerben. Also einfach nur das Häkchen setzen. Es ist wirklich total simpel da, ne? Also es ist kein Hackmeck. Wirklich. Nicht. Gar nicht. Und ja. Dann klickst du das an und dann entweder wirst du halt direkt akzeptiert oder es dauert ein bisschen länger und dann wirst du akzeptiert, bekommst da aber auch eine Nachricht von Amazon, ach Quatsch, von Amazon, von ShopDeals, von ShopDocDeals. Mensch, jetzt habt ihr mich vollkommen verwirrt hier. auf jeden Fall bekommst du dann halt eine Benachrichtigung auf das hinterlegte E-Mail-Konto, hey, deine Bewerbung wurde akzeptiert, oder du guckst halt, so wie ich, täglich rein und siehst halt, welche Bewerbung akzeptiert wurde. Und wahnsinnig, da bekommst du dann Sachen, die normalerweise 55 Euro kosten, für 15 Euro. Das ist zum Beispiel die Smartwatch, die ich jetzt gerade auf Instagram verlost habe. Oder ich habe eine Hängematte da bestellt, die normalerweise 49,95 kosten würde und ich habe die für 9,95 Euro gekriegt. Oder ein Wimpernserum, was normalerweise 39,99 Euro kosten würde, habe ich für 1,99 Euro da bestellt. Also, ne? Stöbert da einfach mal durch, das ist aus allen Kategorien. Also manchmal funktionieren die Codes nicht, dann macht man da halt ein Dings dran, so ein, kann man anklicken und dann klickt man, dass der Code nicht funktioniert. Das wird dann direkt an ShopDoc geschickt und dann wissen die Bescheid. Dann schickt der Händler entweder einen neuen Code oder er ignoriert einen vollkommen, aber das ist nicht so schlimm. Sind auf jeden Fall echt total bunt gemischte Artikel und so bekommst du das so viel günstiger. Also in meinem letzten Amazon Haul und in meinen kommenden Amazon Hauls zeige ich unfassbar viele Produkte, die du einfach alle über shopdoc.deals bekommen kannst. Hintergrund von ShopDoc ist, dass die eigentlich möchten, dass die Produkte quasi getestet werden und bei manchen Artikeln steht auch drin, dass ein Feedback gewünscht ist. Sprich, wenn du den Artikel erhalten hast, kannst du den halt austesten, kannst ihn probieren und dann ein Feedback hinterlegen. Das ist dann halt so eine Art Produkttest, ne? Muss nicht bei allen Artikeln gemacht werden, aber da steht auch direkt drin, wenn du halt diese Angebote-Seite dir anschaust, da steht drin, ob die ein Feedback haben wollen oder nicht. Wenn du gar kein Freund davon bist, dann klickst du halt nicht auf die Produkte, wo halt Feedback gewünscht steht, sondern nur bei denen, wo kein Feedback gewünscht steht. Genau. Die Homepage funktioniert auch über so ein Punktesystem und wenn du halt höher im Ranking steigst, dann werden dir auch bessere Sachen vorgeschlagen, deine Bewerbungen werden eher akzeptiert und so weiter. Da kannst du dann auch Produktlistings bewerben, du kannst da alles, also bewerten, nicht bewerben. Du kannst alles Mögliche dir da anschauen, also beziehungsweise auch bewerten und so, ne? Also das ist vollkommen dir überlassen, aber es ist kein Muss. Also das mache ich auch nicht. Ich bewerte da keine Produktlistings, weil ich da auch gar keine Zeit für habe. Aber wenn man Bock auf sowas hat, kann man das so als nebenbei auch noch mitmachen. Eine Seite, die ähnlich wie ShopDoc
funktioniert, ist Vipon. Nur halt, dass da halt nicht dieser Produkttester-Aspekt mit dabei ist. Ja, auch das verlinke ich dir unten in der Infobox. Ich bin da selber nicht angemeldet, aber ich habe es gesehen und mir angeschaut. Auch da bekommst du, wenn du dich halt entsprechend bewirbst, die entsprechenden Gutscheincodes nach deiner Registrierung zugeschickt, wenn du akzeptiert wirst, und kannst dann halt auch für deutlich weniger Geld die Sachen auf Amazon shoppen. Ich denke, dass sowohl ShopDoc als auch Vipon Partnerseiten von Amazon sind, um halt zu gucken, sind diese Shops denn auch wirklich so da? Also, ne, weil wenn es jetzt theoretisch so wäre, dass du was bestellst und es kommt nicht an, machst du ja über Amazon Fall auf und dann haben die ja die Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Ich weiß es nicht, das ist nur eine Vermutung von mir, ne? Oder wenn du halt eine Bewertung abgibst, dass Amazon die halt auch sieht und sagt, okay, der Artikel ist wirklich gut oder der Artikel ist wirklich nicht so gut, der Artikel ist seinen Preis wert oder nicht, und dass sie da auch in Kommunikation treten können mit den jeweiligen Anbietern. Ja, also so ist es halt so von meinem Bauchgefühl her. Oder es sind wirklich Artikel, die schon Ewigkeiten auf Lager stehen und die einfach nicht loswerden. Und die dann für einen ultra krassen Rabatt rausgehauen werden. Wenn du die ganze Geschichte mit Amazon Prime oder Amazon Visa Card oder mit diesen ganzen irgendwo registrieren gedöns Sachen überhaupt nicht willst, wenn du sagst, nein, ich möchte alles so behalten, wie es ist, ich möchte nur irgendwelche Informationen haben, wie ich irgendwas günstiger kriege, kann ich dir ein paar, ja, nicht Hacks, das sind eher Fakten nennen, ne? Also was man halt so, das sind halt Tatsachen, aber jetzt einmal komprimiert in diesem Video zusammengefasst und mal für dich so ein bisschen vorgestellt. Ja, das sind so rein rechtliche Sachen, die ich dir einfach mal so als Tipp mitgeben kann. Es ist kein richtiger Hack, weil das ist jetzt nicht irgendwie, ich erfinde das Rad gerade nicht neu. Das erste ist, dass du so eine Art Glücksspiel machst, würde ich jetzt mal so sagen. Und zwar Artikel, die du gerne hättest, wo du aber denkst, ah, vom Preis her, ich weiß ja nicht. Leg sie einfach mal in deinen Warenkorb und warte ab. Es kann natürlich sein, dass der Artikelpreis steigt, weil die Artikelpreise bei Amazon schwanken ja immer saisonal, nach Angebot und Anfrage und sowas alles. Ne? Die schwanken ja immer extrem. Du legst es in deinen Warenkorb und wartest. Meistens ist es ja so, dass die Preise dann im Laufe der Zeit sich eigentlich eher stetig halten oder eventuell auch mal fallen. Wenn du diese Artikel dann so ein paar Tage in deinem Warenkorb hast, bekommst du von Amazon relativ häufig eine Erinnerungsmail. Also diese Erinnerungsmail, dass noch was in deinem Warenkorb ist, kriegst du eigentlich so oder so. Aber in dieser Erinnerungsmail musst du mal so ein bisschen lesen, was da alles so drin steht. Da bekommst du dann auch noch einen Rabattcoupon. Also dass du quasi eine E-Mail bekommst von Amazon, hey, du hast schon 2 Tage lang den und den Artikel in deinem Warenkorb. Möchtest du den nicht vielleicht mal kaufen? Und übrigens gibt es den gerade 15% günstiger. Nur für dich. Ne? Das steht dann da. Also das musst du dir mal anschauen und kannst du spekulieren, dass er dann günstiger wird. Aber ich kann es dir nicht versprechen. Ne? Das ist Glücksspiel. Das zweite ist, dass du deine Augen offen halten solltest. Hört sich auch blöd an, ne? Aber wenn du dir einen Artikel auf Amazon anschaust, dann hast du oft, dass da eine Werbeaktion mit drin ist. Und dann steht da aktuelle Aktion und da musst du mal draufklicken. Dann steht jetzt aktivieren, 80% günstiger. Ich habe dir ja eben schon von dieser Hängematte erzählt, dass man da die entsprechenden Rabatte über ShopDoc bekommt. Manchmal ist ShopDoc auch nur eine kleine Erinnerung, dass es eben diese Werbeaktionen gibt. Also ich zeige dir das einfach mal jetzt am aktuellen Beispiel. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Und zwar ist hier die Hängematte abgebildet, über die ich gesprochen habe. Ne? Und wenn man jetzt ein bisschen runterscrollt, dann siehst du da aktuelle Angebote. Und dann steht da, aktuell gibt es da 80% Rabatt. Das wird nicht automatisch angeklickt, beziehungsweise automatisch aktiviert. Das musst du wirklich aktiv selber machen. Also du musst selber gucken, und wenn dann hier bei diesem aktuelle Angebote eine Werbeaktion das steht, dann musst du einfach da draufklicken und auf Aktivieren klicken und schon bekommst du dafür 80% Rabatt. Das nächste ist etwas, was wahrscheinlich jeder von euch schon mal mitbekommen hat. Und zwar, wenn du da irgendwie zum Beispiel Kleidung kaufst oder wenn du dir irgendwelche Smartphone-Hüllen oder Kamerataschen oder so holst, gibt es da ja auch unterschiedliche Farben. Und oft ist es so, dass die Farben unterschiedlich viel kosten. Und vielleicht sagst du, ja, ich hätte jetzt gerne irgendwie in Schwarz, aber in Weiß kostet die irgendwie 20% weniger.
muss ich die unbedingt in schwarz haben? Ah, nee, nehme ich weiß, passt. Ne? Also das ist halt je nachdem Angebot und Nachfrage wieder dieses Thema. Wenn gerade ganz viele Leute schwarz haben wollen, ist natürlich schwarz teurer als weiß. Also das ist, so arbeitet Amazon und deswegen haben die kein einheitliches Preiskonzept, sondern sind halt wirklich sehr, sehr an den Markt gebunden. Und wenn du da einfach mal drauf achtest, dann wirst du auch ganz viele Schnäppchen machen können. Der nächste Tipp, den ich jetzt habe, ist eher so ein Hinweis, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Ich ziehe mich elegant aus der Affäre. Aber auf jeden Fall ist es so, wenn du einen Artikel gekauft hast und der bei dir eintrifft und du dich da total drüber freust, 2 Tage später guckst du aber nochmal rein und siehst, oh nee, jetzt ist der auch noch 5 Euro günstiger jetzt drin. Das ist doch unfassbar, das ist doch blöd. Und dann ärgerst du dich, dann ist die Freude über den Kauf des Artikels schon wieder verschwunden. Du hast über camelcamelcamel.com die Mitteilung bekommen, es ist ja jetzt gerade so günstig und jetzt ist es auf einmal noch günstiger. Ach Mensch, das ist blöd. So, damit du aber nicht dich darüber ärgern musst, schau mal schnell nach. Hast du über Amazon direkt bestellt oder über einen Drittanbieter? Wenn du das über Amazon direkt bestellt hast, dann kannst du ganz freundlich eine E-Mail an Amazon schicken und die darauf hinweisen, dass du den Artikel am dem und dem Tag für den und den Preis bestellt hast, der aber jetzt gerade für den und den Preis drin ist. Am besten hängst du einfach nochmal einen Screenshot oder sowas mit bei. Das ist immer ganz schön, kommt ganz gut an und professionell vor allem. Und dann wartest du einfach ab. Und normalerweise meldet sich Amazon innerhalb von 1-2 Tagen schon zurück. Also die melden sich so oder so, aber die melden sich dann relativ schnell zurück. Und meistens bekommst du dann die Differenz gut geschrieben. Man kann natürlich auch frech sein und den Artikel einfach zurückschicken und sich den günstigeren Artikel nochmal kaufen. Ne? Das ist dann halt so. Aber damit die Kunden das halt nicht machen, bietet Amazon das halt so an, dass sie sagen, okay, dann kriegst du halt die Differenz gut geschrieben. Ja. Wo wir schon jetzt bei Retouren sind, sind wir auch schon bei meinem letzten Tipp. Und zwar geht es um Amazon Warehouse Deals. Gib doch einfach mal oben in die Suchleiste Amazon Warehouse Deals ein. Und dann werden dir hier ganz viele Produkte angezeigt, die Retourenware sind, die entweder halt benutzt wurden oder geöffnet wurden nur. Also teilweise sind das halt auch wirklich komplett neue Sachen, wo einfach nur der Karton aufgemacht, das Produkt entnommen wurde und man dann gesagt hat, oh nee. Oder Produkte, die doppelt bestellt wurden, ne, alle sowas. Und da bekommst du die Produkte deutlich günstiger. Also ich habe hier zum Beispiel euch gerade gezeigt, da ist eine De'Longhi Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat, der normalerweise 499 Euro kosten würde. Der ist jetzt hier für 279 Euro drin. Kannst du mit Amazon Prime bestellen, hast du schon am nächsten Tag da, beziehungsweise heute filme ich am Samstag und ich hätte das dann quasi am Dienstag da. Ne? Also das ist dann wirklich deutlich reduziert und das ist der Wahnsinn. Also wenn du wirklich so eine größere Geschichte dir da holen willst, dann kannst du dir das auf jeden Fall mal anschauen, bevor du dir das so holst. Ne? Ist schon eine nice Geschichte. Jo, das waren so meine kleinen Tipps und Tricks für Amazon. Wenn du noch weitere Tipps hast, dann schreib mir das gerne mal unten rein in die Kommentare. Würde ich mega gerne erfahren, denn ich spare auch unheimlich gerne. Ich möchte gerne weitere Tipps anwenden können, um noch mehr zu sparen. Wäre cool. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!